Ja, ich bin jetzt auf Bali und ich erkläre dir einmal, worauf ich die letzten 3 Jahre, ja, zu 99% verzichtet habe. Ja, ich bin jetzt schon ein paar Tage, ich glaube 5, 6 Tage sind wir hier in dieser Unterkunft hier mit einem Kumpel. Wir machen gerade ein Projekt noch und ja, ich mache vielleicht nochmal eine ganz normale Tour hier durch, aber hier ist jetzt so mein Schlafzimmer, das kann ich jetzt mal zeigen hier. Mein Koffer und das Bett und dahinter ist quasi Dusche, alles so ganz cool eingerichtet. Und ja, als ich hier reingegangen bin, habe ich gedacht, geil, cooles Zimmer. Und mein Kumpel hat mich gefragt, hast du eigentlich einen Fernseher? Und ich habe darauf gar nicht geachtet den ersten Tag, ob ich jetzt hier einen Fernseher habe oder nicht. Weil das stört mich gar nicht, denn ich gucke seit gut 3 Jahren eigentlich gar keinen Fernsehen mehr. Also früher habe ich das immer so in meiner Wohnung in Hamburg auch mal am Laufen gehabt, so ja, nebenbei, einfach neben dem Arbeiten, irgendwelche Nachmittagssendungen laufen gehabt. Und wenn man aus der Schule gekommen ist, habe ich auch irgendwie irgendeinen Blödsinn am Nachmittag manchmal so nebenbei geguckt. Und inzwischen habe ich eigentlich gar keine Ahnung mehr, was im Fernsehen abgeht, wer da die Z-Promis oder Y-Promis sind. Also ich weiß da gar nichts mehr drüber. Ich kenne auch nicht regelmäßige Show. Klar, einiges kommt natürlich nicht an einem vorbei, was man so auch im Social Media dann liest, aber ich weiß eigentlich nicht, so womit sich die meisten Deutschen 2 bis 3 Stunden am Tag berieseln. Und ich habe auch gemerkt, dass mir das viel, viel besser tut, dass ich das nicht weiß, weil ich sag mal so 90%, 95%, eigentlich 100% sind eigentlich kompletter Blödsinn, der erzählt wird. Und das ist eigentlich sogar schlechtes Entertainment, weil sehr viele negative Botschaften da auch übermittelt werden. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, also ich gucke ganz gerne mal Formel 1 Sport oder halt wenn Länderspiele in Deutschland sind. Und sonst habe ich eigentlich meinen Sky-Account, mit dem gucke ich halt meinen HSV. Und ich habe zwar, ich bezahle für Fernsehen, magine.tv heißt das, damit ich einfach überall auf der Welt zum Beispiel dann ja, einfach Formel 1 mal gucken kann oder halt ein Box-Event oder was auch immer, aber das geht eher so in die Richtung Sport, ne? Das ist so, worauf ich eigentlich verzichtet habe die letzten 3 Jahre und es hat mir persönlich, von der Persönlichkeitsentwicklung und auch vom Erfolgsfaktor sehr viel geholfen, dass ich mich mit so einem Scheiß einfach nicht berieseln lasse, sondern mich darauf konzentriere, meine Arbeit zu machen. Und wenn ich mich berieseln lassen will, dann gucke ich halt mal vielleicht bei Netflix eine Serie oder so. Aber das ist halt auch wichtig, dass du dann, dass nur ein kleiner Teil deines Alltags ist und nicht, dass du irgendwie 5, 6 Stunden am Tag dann irgendwie House of Cards guckst, sondern dass man einfach nutzt, um mal kurz abzuschalten, aber nicht halt in einem extremen Maß. Aber wovon ich auf jeden Fall abraten kann, ist irgendwelche TV-Shows, Bachelor, Dschungelcamp, also Müll, die anzugucken, weil das wird dich im Leben wirklich nicht weiterbringen, sondern einfach deine Möglichkeiten, also wirst du quasi immer unter deinen Möglichkeiten bleiben, wenn du sowas im Fokus hast in deinem Alltag und dich nicht einfach konzentrierst auf die Sachen, die dich weiterbringen, zum Beispiel bei YouTube mal TED-Talks angucken oder von Gedanken tanken, von den Deutschen dir ein paar Talks anzugucken und dich einfach persönlich weiterzubilden. Das war's mit diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Ja, es freut mich wirklich, dass du das Video bis zum Ende angesehen hast. Ich hoffe, es hat dir natürlich gefallen. Wenn es dir gefallen hat, gib mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und vergiss natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um einfach jeden weiteren Vlog oder Weltreisevideo von mir zu bekommen. Einfach über YouTube. Und ich habe natürlich auch die ganzen sozialen Netzwerke von mir hier unten verlinkt in der Videobeschreibung. Facebook, Instagram, Snapchat sind da so die Hauptmöglichkeiten, wo du dich mit mir vernetzen kannst. Und ich habe natürlich auch eine coole Videoserie noch zusätzlich neben YouTube erstellt. Die ist auf meiner Webseite. Hier müsste irgendwie in dem Video müsste jetzt ein kleines Bild eingefügt sein, wo ein Video läuft. Klick da einfach drauf, dann kommst du direkt zu meiner Videoserie. Und da schicke ich dir einfach jederzeit Videos, wo ich einfach nochmal ein bisschen mehr Content gebe, wie ich mein Geld im Internet verdiene, welches Mindset ich habe und wie du das Ganze auch erreichen kannst. Das alles findest du jetzt hier neben mir in dieser Videobox. Klick einfach auf den Link, vergiss nicht meinen Kanal zu abonnieren und mir einen Daumen nach oben zu geben. Ich habe wie gesagt bei der Videoserie mir sehr viel Mühe gegeben
und habe dich um die ganze Welt mitgenommen. Marina Bay Sands, zum Infinity Pool, an Algarve-Küste. Also schau dir das auf jeden Fall an und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ciao, ciao. Careful who you listen to, who watch all of the things you do. I hate to break it to you, not everyone wants the best for you. Who try to take the-